Moin und herzlich willkommen, weil es wieder heißt, der Flachlandradler wie immer unterwegs. Und zwar jetzt auf der Mittellandroute in der Schweiz. Ein wieder schöner Morgen, kann ich nur so sagen. Es ist im Chat. Strahlend blauer Himmel, eigentlich relativ warm, ruhig, ja, wie man sieht. Man hört es vielleicht, Verkehr ist hier in der Nähe, also Autoverkehr und Zugverkehr ist jede Menge gewesen in der Nacht, aber ich habe sehr gut geschlafen, aber man wird ja immer mal wieder wach, mal zwischendurch und dann war auch immer gleich ein Zug da. Also ich habe es nicht so richtig mitgekriegt, also ich war zweimal nur wach. Es war eigentlich eine sehr gute Nacht. Ach, die Lage, ja, nicht die traumhafteste, aber ziemlich einsam. Hier ist nicht viel los auf diesem Campingplatz gewesen. Ja, die Hauptzeit ist sie noch nicht. Und ja, heute geht es weiter Richtung Neuenburger See. Da will ich hin, Nordende. 88 Kilometer so um den Dreh. Keine großen Schwierigkeiten mehr, aber ich hoffe trotzdem noch auf schöne Aussichten. Also ein paar kleine Berge wird es geben. Da hoffe ich denn, dass man von oben gut was sehen kann. Und dann nachher ganze Zeit am Neuenburger See entlang. Vielleicht kommt man auch mal wieder zum Baden, wer weiß. Ich freue mich wieder drauf, aber ich habe echt tief und fest teilweise geschlafen, dass ich jetzt noch um 7 Uhr, ich bin schon seit einer Stunde wach, gut über eine Stunde wach, immer noch ein bisschen zerknittert bin. Ja, aber es war eine sehr gute, erholsame Nacht, also es kann gleich wieder weitergehen. Ich packe hier alles zusammen. Ja, ich habe hier auch gar nicht das Oberzelt, die Oberplane übergepackt, weil die Nacht ja doch recht warm wurde. 12, 13 Grad. Tau ist auch überhaupt nicht. Also alles trocken zum Einpacken. Wunderbar. Und dann geht's gleich los. Ich hoffe auf schöne Bilder auf der zweiten Etappe der Mittellandroute. Auf jeden Fall zum Neuenburger See geht's heute. Also dann viel Spaß dabei. Sechs Kilometer bin ich jetzt gefahren, zwei Ortschaften weiter und so kann das jetzt bleiben. Die Industrie ist irgendwie so ein Tal weiter. Hier ist es total ruhig, ruhige Straßen. Auch mal hoch mit Aussicht war das jetzt schon, also toll. Auch wenn das jetzt nicht das Jura ist und die hohen Berge, das Jura sieht man immer noch an der Seite. Immer linke Hand, die ganze Zeit, auf dem ganzen Weg. Wunderbar, so kann es echt bleiben, echt super. Jetzt macht es wieder richtig Spaß, nicht so wie der gestrige Anfang.
Oh, weiter geht's. Ja, wohin? Ach, auf dem Schild, da steht dies und jenes, das kann man sowieso nicht aussprechen. Das war jetzt gerade mal ein ordentliches Geradeausstück gegen den Wind. Es war nicht heftig, aber permanent und das strengt ein bisschen an, aber zum Glück ist er nicht kalt. Ich schaue immer aufs Jura und jetzt sehe ich auch den Pass, den ich vor 2 Tagen gefahren bin. Da oben sind die Felsen, wo die geklettert sind. Da bin ich irgendwo runtergekommen. Ja, einfach toll. Ja, da war es richtig toll da oben. Schöne Aussicht, was auf den Neuenburger See, der kommt, ja, das dauert noch ein bisschen, 20 Kilometer vielleicht. Ich habe jetzt 17, ja, wunderschön. Auch hier unten, auch wenn das jetzt ein bisschen tricky war. Aber weiter geht's. Show you that I can do better, and I apologize.
Jetzt bin ich am See, aber Leute, es ist pustig hier. Wow, was für ein Wind jetzt hier geht. Man sieht es auch an der Brandung. Es ist schon eine richtige Brandung. Ich wollte mich hier eigentlich schön hinsetzen. Nur mal ein bisschen wieder was essen. Das Stück gerade eben war sehr langweilig bis hier, bis zu diesem Städtchen. Also einfach nur durchziehen war da angesagt. Hier sehe ich jetzt den See, Neuenburger See, aber das andere Ufer da hinten kann man nicht erkennen. Das ist echt lang. Ich weiß nicht, wie groß ist, kann man ja mal einblenden, wie groß er ist. Aber das ist auch ein ganzes Stück dahin. Ich habe ja auch noch 55 Kilometer bis zum anderen Ende allein mit dem Rad zu bewältigen. Wow, ja, schön. Könnte so schön sein hier, aber ich suche mir trotzdem gleich noch mal irgendwo ein windstilles Plätzchen oder wo es nicht so gut, also nicht so ankommt. Aber naja, jetzt ist das Highlight da, der See. Werde ich immer mal wieder sehen, komme auch mal wieder von ihm weg. Ja, mal schauen, was es bringt. Aber erstmal ein bisschen snacken irgendwo. Siehst du, so ein paar Bäume reichen aus und schon ist das schön angenehm hier. Aber sobald man da rauskommt, Mann, was ein Wind. Ja, aber hier ist so ein riesiges Strandbad. Ja, Strandbad kann man es nicht nennen. Der Strand besteht aus Beton. Ja, aber hier sind überall ja, eine riesige Liegefläche, Grillplätze, ja, natürlich Spielplatz und all sowas. Richtig groß, Toiletten. Ja, ist gerade nicht auf die Kioske, aber richtig schön hier. Bis auf den Strand, den es hier eigentlich nicht gibt. Einfach nur Beton und dann da rein. Ja, vielleicht wird er auch jetzt weggespült. Bei diesem, vielleicht ist er auch immer dieser Nordostwind öfter, dass er immer hier die Brandung hier gegen ist. Dann bringt das wahrscheinlich nicht viel mit dem Sandstrand. Naja, aber ich esse jetzt hier wieder meinen Thunfisch. Mache ich sehr gerne ohne Cola. Und dann geht es weiter dem See entlang. Noch 55 Kilometer. Ja, das ist echt noch ein Ende. Nach 7 Kilometer Tristesse, das war echt nicht schön. Ja, was soll man machen? Links war immer am See Naturschutzgebiet. Ja, ein Vogelbeobachtungsturm war da mal, aber sonst ging das nur geradeaus an der Straße. Ja, Wurzelschäden ohne Ende, aber war nicht schön. Ja, ich weiß auch nicht, warum das auf dieser Seite. Naja, da drüben ist es vielleicht ein bisschen zu hügelig, ich habe keine Ahnung. Aber da sieht es auch schön aus mit tollen Städten. Ich weiß nicht, ob dich ist. Ja. Ob die Seite hier jetzt besser ist oder andere schlechter, kann ich nicht sagen. Ich nehme die jetzt, also 7 Kilometer waren das jetzt nicht so dolle. War langweilig, aber was soll man machen? Dafür stehe ich jetzt hier am kleinen Strand hier. Kann man alles mieten, wenn man will. Ja, Beach-Feeling. Aber naja, weiter geht's auf diesem Weg am östlichen Ufer des Neuenburger Sees. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me.
got this picture in my mind. It's just the two of us. Just the two of us. Sieht klasse aus, ja. Aber man kommt echt schwer an den See. Hier ist mal so eine Stelle. Naturbelassener Strand heißt das hier. Ja. Sonst sieht man hier nicht viel. Ist echt tristest schon wieder die letzten. Weiß ich nicht, wie viel. 7 Kilometer schon wieder. Nichts los. Bin ich hier mal hergefahren. Sieht toll aus. Ja, aber naja. Ich werde weiterfahren. Cause she won't be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na na, never know. Like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her. Im Moment sind wirklich die Städte irgendwie das Highlight auf dieser Tour. Nicht die Zwischenstücke, die Natur oder der See, sondern hier die Städte. Also richtig toll hier, wenn diese verdammten Autos hier nicht wieder durchfahren dürften. Alles dicht geparkt und ein tolles Flair hier in diesem Ort. Richtig toll. Ja, das ist echt so ein Highlight. Tolle Kirchen, alles richtig, richtig alt. Von der Turm zum Beispiel hier, 1400. Wow, das ist schon alter. Ja, alte Städte hier. Hier gab es auch schon immer Kriege früher und Kämpfe. Und deswegen sind ja auch überall Burgen und auch einfach nur stark sowas hier, so eine alten Innenstädte zu sehen. Ja, wie gesagt, die Zwischenstücke waren nicht so dolle, auch wenn das Naturschutzgebiet ist. Aber man sieht ja halt nichts. Das hat mir sonst immer besser gefallen, wenn man ein bisschen weiter oben gefahren wäre. Aber naja, weiter geht's ja, Richtung Nordspitze des Sees. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close. Try as hard as I can, cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. And she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never. Im Moment ist das überhaupt kein gescheiter Weg. Ich mag das hier überhaupt gar nicht gerade. Ja, es ist holprig, kaputt, man kann nichts sehen. Also es ist überhaupt nicht interessant im Moment. Die Aussichten sind nur ganz knapp vielleicht mal. Man ist auch weit weg vom See. Also im Moment bin ich so ein bisschen down, muss ich echt sagen. Macht keinen Spaß. Irgendwie bin ich jetzt gerade so auf, jetzt will ich nur noch ankommen heute. Ja, und vielleicht da noch den See genießen. Mal sehen, es sind noch 20 Kilometer. Da werde ich noch mal was einkaufen, ein bisschen was snacken, aber es macht irgendwie im Moment nicht so einen Spaß wie die ganzen anderen Tage alle. Also ich bin hier ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht warum, vielleicht war es auch ein bisschen zu krass die letzten Tage. Naja, werde ich sehen.
auf die letzten 20 Kilometer. Ist so. Kann man nicht ändern, ist mal so ein Tag. Weiterhin nichts Schönes, 15 Kilometer noch, aber ich war einkaufen. Erstmal eine kalte Cola und irgendwie so ein Brötchen hatte ich da. Und für den Rest des Weges Nervennahrung und ein paar Goldbeeren zum immer dazugreifen. Ja, man sieht auf jeden Fall, in den Alpen sind die Gewitter da, hier nicht. Im Jura sollen eventuell heute auch ein paar entstehen. So bin ich natürlich im richtigen Moment hier, aber es ist natürlich langweilig. Hier geht es auch schon wieder nur geradeaus. Zwar sieht man immer zum Jura hin, den See sieht man sowieso nicht. Naja, was soll man machen? Der Gegenwind ist das heute überhaupt nicht. Das ist schön angenehm, nicht so heiß, auch nicht zu böig. Das geht noch. Ja, 15 Kilometer noch, aber da unten, da wird noch ein neuer Radweg gebaut, direkt an der Hauptstraße da. Vielleicht ist das später mal mehr, weil hier ist auch schon wieder Beton. Man spürt jede Rille. Ja, macht im Moment echt keinen Spaß. Landschaft ist ja auch nicht so schlecht, aber naja, ich war ja verwöhnt die letzten Tage. Naja, weiter geht's auf den Campingplatz zu.
16 Uhr und ich bin schon da nach über 90 Kilometern. Ja, es war nicht so besonders. Es war ein Radweg, ja, zum Schluss wurde er wieder ein bisschen besser, fand ich. Landschaftlich auch mal ein paar Kanäle und sowas, die es jetzt gab. Das sah schon nicht schlecht aus. Und schaut euch das an, Zeltwiese auf dem Platz in Marien, glaube ich heißt das, ist Laten. Ja, es gibt noch ein Meer hier, aber das ist der teure, hat aber auch den schöneren Strand, würde ich sagen. Deswegen habe ich den hier genommen für 25,20 Euro, ja, oder Franken umgerechnet, ist ja ungefähr das gleiche. Aber Wahnsinn, ja, ich habe Platz zum Aussuchen. Wo würdet ihr euch hinpflanzen? Ich pflanze mich hier unter die Bäume. Ja, irgendwo, es sind keine Linden. Das ist ja auch immer wichtig, Linden, da sind ja immer die, so wie da, das müsste eine Linde sein, da könnten Läuse drauf sein. Das ist immer so ein klebriges Zeug, das kennt man vielleicht aus der Stadt. Da sollte man sich eigentlich nicht untersetzen. Also, ich bleibe jetzt hier und dann baue ich das erstmal auf, genieße das hier. Ich weiß nicht, ob ich einkaufen gehe oder hier irgendwo was esse. Ich habe wieder nicht so viel Hunger auf was Heißes, aber naja, werden wir sehen. Schnell aufbauen hier und dann geht's los. Diesen, na, der Platz ist wenigstens das Highlight von heute, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, wie das am See aussieht. Das ist bestimmt toll. Kann man wieder über den ganzen See schauen von hier. Na, da habe ich noch mal Glück gehabt. Mitten über den See zieht gerade ein Regenschauer bzw. Gewitter. Ja, da bin ich nicht reingekommen. Es war eigentlich nichts angesagt, sollte nur in den Alpen bleiben. Ja, so kann es laufen. Aber ich bin jetzt am Essen, wie angekündigt, nichts Warmes. Schönes Brötchen mit ein bisschen Belag rein. Ganz einfach und schmeckt. Noch nicht teuer. Ja, was soll ich sagen? Der Tag, ja, sehr durchwachsen, würde ich sagen. Der ganz am Anfang, da ging das eigentlich noch gut los. Fand ich schön. So ein bisschen hinten durch. Und dann, ja, kam ich da, weiß ich nicht, 15 Kilometer vor dem See. Da ging das los mit geradeaus und nicht schön und nur durch die Felder und hoppelige Wege. Da war schon, aber dann kommst du zur Stadt, das war eine schöne Stadt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Da kann ich eh nicht aussprechen. Die war echt schön und dann dachte ich, oh, schön, jetzt am See entlang, mal ein paar Aussichten. Fehl am Platze. Das war danach, ja, wie gesagt, da war immer Naturschutzgebiet war da immer, man kam ja eigentlich nicht ran. Mal so einen kleinen Strand gab es da, ja, war nicht so toll. Bin ich auch weitergefahren. Dann kam man wieder ein paar kleinen Orten, die waren dann auch dann wieder recht schön, aber dann die Nebenwege haben mir echt nicht gefallen. Ich weiß nicht, es gibt hier auf der anderen Seite, auf der Westseite gibt es noch einen Südjuraweg 50 heißt der. Vielleicht wäre der besser gewesen, weiß ich nicht. Ich fand das jetzt nicht so schön. Ist meine Meinung, vielleicht war es auch die letzten Tage. So schön war in den Juragebirge und was ich alles so gesehen habe. Und das war jetzt mir vielleicht zu flach, weiß ich nicht, aber ich konnte das Juragebirge ja auch immer sehen. Ja, richtig viele Ausblicke. Die habe ich fast eigentlich alle aufgenommen, die Blicke, wo man mal den See gesehen hat. Es war nicht so, war halt nicht so, weiß nicht, 94 Kilometer. Aber Höhenmeter kann man jetzt nicht, das ist völlig egal, dass die sind ja jetzt im Hintergrund getreten. Sonst ist es ja schön gewesen, das Wetter war gut, das war starker Gegenwind, aber der hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Das war das heute auf jeden Fall nicht, das habe ich ja schon mal gesagt. Ja, die Orte, das waren die Highlights heute, die Straße, der Weg nicht. Ist halt so, muss ich jetzt so nehmen, wie es ist. Ja, und hier ist es jetzt das Ziel. Richtig geil, muss ich sagen. Richtig gewählt, weil der Wind kommt meist von da, kommt hier nicht so ganz so doll an. Na, jetzt kommt natürlich eine kleine Böe, aber hat man ja gesehen, da hinten, Mann, was kam der Winter an. Und hier ist es recht ruhig, ist aber auch eine sehr seichte Bucht. Da muss man weit rauslaufen, wenn man schwimmen will, aber dafür ist es dann doch bald ein bisschen kalt, um da ganz rauszulaufen. Aber ich war schon im Wasser, war schön. Wenn man sich nicht bewegt und ganz ruhig drin liegt, ist das echt warm, muss ich sagen. Ja, die Sonne verschwindet hinter dieser Schauerwolke jetzt so ein bisschen. Ja, aber warm ist es immer noch, angenehm warm. Das war es den ganzen Tag, maximal 22 Grad. Die Sonne hat ja gebrannt, hat sie, aber der Wind
der kühlt das ja auch nicht ab. Ich will keine Sterne vergeben für den heutigen Tag. Es ist halt nicht so gelaufen, wie ich wollte oder gedacht, wie ich wollte. Dafür waren das einfach, ich hoffe auf morgen, auf die nächste Etappe. Da geht es ja zum Bielersee und dann an der Aare entlang weiter Richtung Nord, Nordost, wieder gegen den Wind. Ja, das ist aber egal. Schöne Bilder wird es da wohl hoffentlich auch geben. Heute ging es so einigermaßen. Ich hoffe, es hat heute auch gefallen. Ja, ich kann diesen Campingplatz eigentlich bis jetzt empfehlen. Ganz neues Waschhaus. Ist etwas teurer wieder, ein bisschen weiter. Ja, 25,20 will ich ja nicht laut sagen, aber das ist schon ganz schön viel für einen Campingplatz, nur für Zelt. Ja, da möchte ich gar nicht gucken, wie teuer das mit einem Caravan ist oder mit einem Wohnmobil hier zu stehen. Und das sind noch Vorsaisonpreise. Dann sind es nochmal 2-3 Franken mehr. Aber egal. Ich weiß ja, dass Schweiz teuer ist. Es ist es auch wert, hier mal durchzufahren, muss ich sagen. Die weißen Flecke auf der Landkarte der Schweiz, die letzten, werde ich jetzt hier füllen. Es lohnt sich schon. War richtig gut. Also sage ich jetzt, morgen wird es wohl auch gut. Heute war es nicht so gut. Ja, also dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich wiederhole mich. Oh Mann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Anschauen. Dann sage ich moin, moin, tschüss. Au revoir, salut. Ach, grüezi, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Der Flachlandradler ist wieder unterwegs. Wie immer unterwegs. Also, tschüss. Euer Flachlandradler Thorsten. Und nochmal Mahlzeit. Mm-hmm.